herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Oh mein Gott, er ist so wunderschön. Das ist der 12 Days of Luna von Luna Beauty. Mit diesem Adventkalender bzw. mit diesem Weihnachtskalender, weil in den USA werden diese Kalender zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar ausgepackt. Deswegen sind das auch 12 Tage und nicht 24 wie bei uns. Und ja, ich musste ihn einfach haben, weil mit diesen Farben, die wir hier einzeln in dem Kalender bekommen, kann man eine Palette selber gestalten. Das sieht so aus, dass hier oben eben diese 12 Türchen sind und hier unten, das ist die Palettenklappe. Und ich würde sagen, die hole ich jetzt als erstes mal raus, damit wir uns direkt mal anschauen können, wie die so aussieht. Ne? Ach, mir juckt die Nase, was soll ich sagen? So, was ich schade finde, ist das, oh Mann, jetzt kriege ich das Ding hier nicht raus. Einen Moment, ich habe diesen Pinökel, den habe ich reingedrückt, statt ihn rauszuziehen. Ja, das ist, ja, schlecht. Oh, und ich muss schon sagen, ist sie nicht wunderschön. Also ich habe ja auch die Nude Prism und auch die Nude Prism Face Palette, genau. Und hier finden wir eben diese 2, 4, 6, 8, 10, 12 Einkerbungen, wo wir dann eben die einzelnen Lidschatten, die wir daraus bekommen, die wir uns dann so da reindrücken können. Ich bin total gespannt. Ich packe die jetzt aus. Also eigentlich hatte ich vor, damit zu warten bis im Advent, aber nee, ich brauche sie. Ich möchte sie unbedingt jetzt schon sehen. Und dann mache ich hier das erste Türchen auf. Und da drin befindet sich hier diese kleine Schachtel, wo natürlich auch Luna Beauty draufsteht. Und dann bin ich gespannt, was die Nummer 1 ist. Die Nummer 1, hat die einen Namen? Die Nummer 1 ist so ein glitzeriger Goldton. Wer die Konsistenzen von Luna Beauty kennt, der weiß, dass diese Glitter definitiv keine Glitterprimer brauchen. Ich schaue einfach mal. Ne, ich lasse sie noch zu und dann zeige ich euch nachher am Ende, wie ich sie zusammengestellt habe. Also, dieses schöne, wunderschöne Gold ist die Nummer 1. So, die Nummer 2. Die Türchen lassen sich sehr, sehr gut öffnen, bis auf die von der Palette. Naja, okay. Die Nummer 2. Wieder ein Schächtelchen. Steht da wirklich kein Name drauf? 5J003-2. So, da haben wir einen wunderschönen Pflaumeton in Matt. Ganz toll. Oh ja, also ganz ehrlich, die beiden Farben passen schon mega zusammen. Ich bin wirklich total gespannt, wie das nachher aussieht. So, die Nummer 3. Ich werde nachher versuchen, das auseinanderzunehmen, weil diese Schachtel, die möchte ich gerne behalten. Die ist wunderschön. Die Nummer 3. Und auf den Schächteln steht nichts drauf. Das ist die 5J003-3. Also, naja, gut. Ist jetzt nichts. Und wir haben, diesmal ist es ein sehr cremiger Ton. Auch so ein Gold, was so ein bisschen silbrig. Seht ihr das? Boah, das wird eine mega. Wow. Boah, toll. Und hier seht ihr jetzt auch den Unterschied.
Das ist Gold mit Goldpartikeln und das ist Gold mit silbrigen Partikeln. Seht ihr das? Ja, das sieht man, glaube ich, ne? Sehr schön. Dann sind wir schon bei der Nummer 4. So, da haben wir was ganz anderes und zwar so einen Braunton, der aber auch sehr ins Goldene geht. Den finde ich sehr schön. Guck mal, die beiden, die passen sehr gut zusammen. Mal schauen, wie das hier geht auch, aber ich glaube, den würde ich eher mit dem Gold zusammen verwenden. Sehr schön. Die Nummer 5. Die Nummer 5 ist ein roségoldenes Gold. Sehr schön. Oh ja, das passt auch wunderbar zu dem Lila. Seht ihr, es ist mit Weiß und Roségold. Was für ein Träumchen. Boah. Boah, ich freue mich schon so darauf, das zusammenzupacken nachher. Okay. So, der sechste Tag ist bei uns natürlich Nikolaus. In Amerika ist es Neujahr. Wunderschönes Senfgelb, aber das auch mehr ins Goldene geht. Boah. Passt wunderbar hier zu diesem. Ich freue mich so. Und auch Braun mit Gelb funktioniert sehr gut. Lila mit Gelb? Jo, kann man auch, ne? Ist meine Farbzusammenstellung. So, die Nummer 7. So, jetzt lassen sich die Türchen nicht mehr ganz so gut öffnen, aber naja. Das ist jetzt ein Bronzeton. Das ist ein dunkler Unterton mit Goldpartikeln und auch Silberpartikeln. Ja, der sieht schon sehr. Oh, der sieht spacig aus. Wunderbar. Der passt richtig gut hierzu. Oh ja. Wow. Unheimlich schön. Toll. Die Nummer 8. Die Nummer 8 ist ein wunderschönes Grasgrün. Schön also ein abgepudertes Grün, würde ich sagen. Und das passt wunderbar zu diesem Roségold. Oh ja. Und auch, das ist nicht so. Aber das hat so einen Gelbunterstich. Das könnte man auch hierzu. Oh ja. Sehr schön. Oh Gott. Entschuldigung. Frau, ich bin ein kleines Kind. Ja. So, jetzt gibt es eine Besonderheit und zwar ist hier in der 9 eine Farbe drin, aber ich hatte noch so ein Päckchen drin, das soll ich mit der 9 austauschen. Jetzt schaue ich mir einfach mal die Original 9 an. Das ist so ein grünliches Gold. Okay. Ein grünliches Gold und diese Sonder, die dabei. Ah, okay. Die ist etwas kleiner Partikel, kleinere Partikel. Okay. Ja, was soll ich sagen, ne? Dann tue ich den mal beiseite. Das war der in dem Sonderbüchschen. So. Dann sind wir bei der Nummer 10 schon. Oh nein, ich bin gleich schon fertig. Die Nummer 10
ist ein sehr, sehr schön cremiges Karamellbraun, das traumhaft zu diesem Grün jetzt passt. Boah. Oh, jo, jo, jo. Okay, aber auch zu dem Gold aus Nummer 1. Aber auch, und das finde ich eine richtig gewagte Zusammenstellung, schaut mal. Seht ihr das? Das ist einfach. Die Goldpartikel hier raus haben diese Farbe. Auch, ja, also, ja. Gut. Jetzt kommen wir schon zum vorletzten Türchen, der Nummer 11. Oh, ein wunderschönes Roségold. Diesmal nicht mit Goldpartikeln, sondern mit Silberpartikeln. Ein Traum. Boah, das passt wunderbar zu diesem Braun, finde ich. Das passt aber auch zu dem Grün. Wunderbar. Aber natürlich auch zu dem Lila. Wow, guckt mal. Toll. Was für Farben. Und jetzt kommen wir zu Nummer 12. Leider, leider, leider schon die letzte Farbe. Was fehlt uns denn eigentlich? Fehlt uns ein richtiger Silberton? Oh nein! Ein richtig schönes Anthrazitgrau. Oder soll es schwarz sein? Kann ich jetzt schwer sehen, werde ich dann sehen, wenn ich sie mal swatche. Ich werde jetzt die Sachen mal zusammensetzen, die Palette zusammensetzen und dann melde ich mich gleich wieder und zeige euch die komplette Palette. So, ihr Lieben, ich habe jetzt doch ziemlich überlegt, aber ich zeige euch jetzt die Palette, wie ich sie mir zusammengestellt habe. Ja. Und zwar habe ich oben die matten Töne von dunkel nach hell. Und hier habe ich aber die dazu gepackt, wo ich denke, dass sie farblich am besten dazu passen. Und ja, ich bin jedenfalls total überwältigt von dieser wunderschönen Palette. Das ist sie, die 12 Days of Luna Palette von Luna Beauty. Sie ist einfach nur schön. Sie ist so erhaben. Die ist einfach haptisch eine glatte 10 von 10. Ich bin jetzt jedenfalls total hin und weg und natürlich wird es dazu ein Schminkvideo geben. Aber ich glaube, ich muss sie mir erst noch ein bisschen angucken. Blöd, ich weiß. Aber das ist sie. Also ich muss wirklich sagen, Luna Beauty hat für mich die edelsten Paletten. Das sind nicht die teuersten, aber es sind wirklich, finde ich, sehr, sehr edle Verpackungen. Wunderschön, dass sie dieses Thema auch durchziehen. Ich bin begeistert. Ja, der Kalender, den gibt es bei Purish, der kostet 59,90 €. Das ist kein Schnapper, natürlich nicht. Aber die Farben sind eben extra alle für den Kalender hergestellt worden. Das ist ein ganz eigenes Design und allein schon die Verpackung, also es ist ein richtiger Karton, ne? Also ich werde versuchen, wie ich dieses hier so ein bisschen rausbekomme, damit ich diese Schachtel auch weiter verwenden kann. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. So, ihr Lieben, ich bin dann fertig für jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste, ne? Ihr wisst, ganz, ganz wichtig. Und genießt die Zeit, die jetzt kommt. Heute ist bei uns Vollmond, so viel ich weiß. Und es war einfach, also ich muss morgen dran denken. Hoffentlich ist morgen auch wolkenfrei. Wir hatten heute Morgen den Vollmond genau über der Schule stehen. Ein traumhaftes Foto, das muss ich euch wahrscheinlich
zeigen. Dann wahrscheinlich bei Instagram. Ja, ihr Lieben, ne? Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Tschüss.